Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu RLCraft. Ja, es ist wieder spät nachts, es ist besser gesagt 15 Minuten vor 10. Spät abends kann ich es jetzt auch nicht nennen, aber es ist schon spät. Ich habe noch nicht mal zu Abend gegessen und muss gleich noch einen Vogel füttern. Und ich habe davor beschlossen, ich nehme noch die letzte Folge für die eine Woche auf. Und ja, was hatte ich jetzt eigentlich noch gerade vor? Ah ja, genau. Ich will den ersten Bereich wenigstens fertig bauen. Ah nee, stimmt gar nicht. Wir wollten ja Smokes Einöden da oben auschecken, wie auch schon. Ah, davor wäre es vielleicht schlau, wenn wir erstmal das zumachen, hier hingehen und die Skills noch verwenden. Vielleicht zum Beispiel sowas wie Attack. Weg und vorne, genau. Aber ich bin jetzt gerade in der Erkundungszone, unser Haus steht eh gut und der restliche Hüttenteil kommt auch gleich. Bedeutet, wir schauen uns jetzt mal die Smokes Einöden an. Hi Pflanzi! Ich glaube, damit hattest du auch nicht... Wow. War das der Drache? Schreibt es mir mal in die Kommentare, aber... Ich bin mir relativ sicher, dass dieses Loch davor hier nicht war. Hallo! Hallo, 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 hallo! Oh, shit. Okay. Ein Ziel ist, dieses Loch zu erforschen. Auf jeden Fall. Oh, ich habe hier noch eine mit sogar. Okay. Damit kann ich mich nur kurz hochbauen. Als ob das der Drache war. Als ob der Drache jetzt komplett durch die... Oh, no. Ist es so ein Drache, der im Boden wohnt und irgendwann rausballert wie irre? Der halt aus seinem Schlaf erwacht und dann so, yo, ich bin jetzt da. Na, guck mal, wir haben hier Pilzbäume. What? Was hat dieser Drache veranstaltet? Das ist nicht Smokes Einhöse, das ist Smokes Loch. What? Okay, wir gehen jetzt schnell schlafen und schauen uns das da hinten mal kurz an, okay? Wir bauen in den nächsten Folgen weiter, aber das da hinten ist gerade voll interessant. Genauso wie dieses fette Loch. Ich habe echt irgendwie Vermutung, weißt du, ich habe mal einen Mod gesehen, da hat der Drache unter der Erde gewohnt. Also literally unter der Erde. Hat er sein Cave gehabt mit Gold und allem. Und kann das vielleicht bei mir passiert sein? Und der hat halt irgendwie beschlossen, yo, ich brauche jetzt was zu essen. Und ist hochgeballert und hat erstmal alles in der Umgebung vernichtet. Weil, WTF, was für ein fucking tiefes Loch ist das? Es geht ja fast bis Bedrock, oder? Also außer der Mod ist genau wie Terra Firma. Ja, ich vergleiche dauernd wieder mit Terra Firma gehabt. Aber geht auch noch tiefer als das Originalspiel. Du schon wieder! Es frisst schon wieder Viecher, das Teil. Ich habe dahin ein Biom entdeckt. Das mich sehr interessiert. Und ich will mir das jetzt anschauen. Es schaut nicht sehr cool aus. Es könnte auch wahrscheinlich ein größter Nightmare werden. So wie ich den Mod verstehen könnte. Und das Viech stirbt immer noch irgendwie. Also es gibt doch ein Damage, aber es gibt doch irgendwie nicht Damage. Also. Ach, guck mal, da sind wieder Yetis. Kann ich wieder abmoxen. Die gehen ja. Alter, komm, Ast, hopp, weg. Was wir auch machen müssen, sind Hühnchen finden. Und Eier, ganz viele. Da
damit wir unsere unterirdische Eiersammelmaschine bauen können. Dann haben wir voll Schneebiom. Die liegen hier echt voll geil, wenn man sich so will. Alter. Wait. Was ist da hinten passiert? Seht ihr das? Also, da hinten. Alter, ich will... Ich wollte einen coolen Blick drauf kriegen. So schaut's aus. Was ist das? Hä? What? Mir hat keiner gesagt, das hinter mir... Yo! Ist klar. Alter, da hat ihr voll gewütet. Was ging da gerade bitte ab? Beziehungsweise, was geht da ab? Also, ich bin nicht blöd und dahin... Hi, Smaug. Wisst ihr noch, wie ich gesagt habe, ich habe irgendwie ein böses Gefühl, dass der irgendwo hergekommen ist? Was macht dieser Fick-Drache hier? Und wie kriege ich den Tod? Ein Sornot. Das ist aber eine andere Spinne. Smaug? Der Himmel verändert sich auch gerade. Alter, was ist mit der Spinne los? Ein Scuttler! Ah! Hallo, es ist Tag. Spinnen sind nicht tagaktiv. Aua! Sag mein Bein, du Assi! Smaug? Deckung! Hi! Können wir kurz Frieden schließen? Da oben ist ein großer Drache. Und der ist irgendwie größer, als ich gedacht hätte. Der ist ja größer als der Enderdrache, oder? Was ist das denn? Vielleicht war es doch keine gute Idee, aus Holz zu bauen. So wie ich mir gerade die Umgebung anschaue. Das sind ja Schafis. Oh mein. Weißt du, das Problem ist, der Drache ist nach da geflogen. Also in genau die Richtung, wo mein Haus steht. Ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl dabei, ne? Was bist du, Drecksassi? Das schaut mir nach sehr interessanten Rohstoffen aus. Nicht gut. Ein grüner Drache. Oranger Drache. Grüner Drache. Mit roten Augen. Ich glaube, ich werde verrückt.
ist ganz schön in Deckung. Ist noch klar, warum die so eine große Range abdecken können. Lass mich in Ruhe! Oh, da ist ein Goldreservoir. Gut zu wissen. Ich will hier nur schnell vorbeischauen, schauen, was ich kriege. Bin auch wieder ganz ehrlich weg, okay? Können wir da draußen einen Deal machen? Fuck. Du, das Geräusch wird lauter. Ich hätte rechts hier mitnehmen sollen. Ich hätte ehrlich nicht gedacht, dass hier sowas rauskommt, ne? Also ich hätte viel vermutet. Aber nicht mal ansatzweise sowas. Hi, Grüni. In diesen Gebäuden waren meistens Kisten. Früher, also in dem Spielständen, wo die auch so ausgestattet waren, waren meistens solche kleinen. Ich weiß nicht, ab welchem Punkt der sauer wird. Ah, das sind Kisten und ganz viel Gold. Bloß der patrouilliert halt auch so eng. Komm, ja, wir wagen es. Der Arsch liegt ja auch noch über den Wolken. So, okay, schnell. Hier drunter. Gib mir moralischen Boost. Was passiert, wenn ich Gold angreife? Ich hab noch nichts gegeben. What? Wait, what? Wir haben gerade original einen Drachen beklaut. Wait. What? Okay, Herausforderung Nummer 2. Ich muss jetzt an dem anderen Drachen vorbeikommen. Als ob der nicht gemerkt hat, dass ich ihn bestohlen habe. Ja, wie ist mir scheißegal. Okay, jetzt so schnell wie möglich zurück. Oder verbuddeln, eins von beiden. Aber ich glaube, verbuddeln wäre blöd. Wir nehmen eine von diesen. Fackeln mit. Falls sie ins Verbuddeln. Alter, das ist wacker Shit. Alter, ich ist ungut. Wenn ich jetzt sterbe, heul ich.
Ah! Mama! Geh weg! Bitte weggehen. Hallo? Na gut, Leute. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich habe mal einen Herzinfarkt bekommen. Wir sind so knapp vor daheim. Wir müssen uns jetzt irgendwie einen Weg finden. Und wenn ich mich durch den Steinbär handbuddel, ne? Wir kriegen das hin. Ich will mein Gold haben. Alter, wie viele Goldnuggets haben wir? 27. Wir haben gerade eine fucking... ich darf das nicht equippen. Oh! Wir haben gerade einen fucking Drachen beklaut. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Everything changes.